Ohne Risiko keine Selbstbestimmung. Manchmal muss man einfach aus der eigenen Komfortzone ausbrechen. Auch wenn das bedeutet, extra wegen einem sicheren Bankerjob auf Australien zu reisen, aber den Job gar nicht anzutreten, weil du dort plötzlich etwas anderes entdeckst. Auch wenn das bedeutet, dass sich das dann zu einer Fotografenkarriere entwickelt und du anfängst, alles Mögliche zu fotografieren. Wie Food, inspirierende Menschen und lebende Legenden. Und auch wenn das bedeutet, dass du auf das aber noch eine eigene Töpfkleiderbrand gründest, weil du vom Markt einfach nichts findest, was dir gefällt. So ist meine Leidenschaft zu meiner Karriere geworden. Und mein Hobby zu meinem eigenen Brand. Da wäre ich Motto. Ich mache, was mir gefällt. Und wenn mir was nicht gefällt, dann tue ich es ändern. Mein Name ist Erik und Selbstbestimmung heisst für mich, auch mal ein Risiko einzugehen. Es lohnt sich.